Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde und natürlich auch herzlich willkommen im neuen Pilzjahr. Ich hoffe mal, ihr hattet alle eine schöne Silvesternacht und seid gut im neuen Jahr angekommen. Ich habe mir für heute vorgenommen, eine große Waldrunde um den Silbersee zu drehen. Das ist so ziemlich mein Lieblingswinterpilzhabitat und ich habe mir die Tour die letzten Wochen ein bisschen aufgespart. Ich war traditionell eigentlich schon fast jetzt die letzten Jahre immer am 1.1. hier unterwegs und jetzt schauen wir einfach mal, was sich finden lässt. Soll gar nicht so darum gehen, jetzt groß viele Speisepilze zu finden, sondern einfach eine schöne Runde in der Natur zu drehen und ja, dann schauen wir mal, was sich findet. Würde mich freuen, wenn es mich wieder begleitet. Und natürlich haben wir heute auch noch unser Gewinnspiel von Weihnachten auszulosen. Das werden wir nachher auf alle Fälle machen. Und ja, dann schauen wir mal, wer die glücklichen Gewinner sind und drehen wir eine schöne Waldrunde. Ja, und hier gleich an der ersten Stelle klappt es mit einem tollen Fund. Hier junge, frische Sandfußrüblinge. Und jetzt passt mal auf, was hier für Riesen auf euch warten. Wahnsinn. Absolut riesige Sandfußrüblinge. Ich nehme jetzt gleich mal einen raus und schauen wir uns die mal im Detail an. Ja, was hier auf der Hutoberseite so ein bisschen wie Schimmel aussieht, ist gar kein Schimmel, sondern das ist das Sporenpulver von dem Fruchtkörper, den wir gerade entnommen haben. Also wenn die Sandfußrüblinge unter einem Fruchtkörper so weißliche Spuren haben, ist das kein Schimmel, sondern das ist das Sporenpulver. Das ist bei den Sandfußrüblingen weiß. Ja, etwas weiter im Text haben wir jetzt einen einigermaßen normal großen Sandfußrübling gefunden. Also in der Größe kann man sagen, ja, so groß wird ein Sandfußrübling. Und hier dazu im Vergleich das Riesenteil, das wir gefunden haben, wirklich der Wahnsinn. Die haben an der Stelle einfach perfekte Wachstumsbedingungen, die sind ein bisschen geschützt, da kann das Wasser nicht wirklich weg. Der Boden ist sowieso nass, weil direkt daneben gleich ein kleiner Tümpel ist. Und ja, da können die wachsen ohne Ende und werden dann entsprechend so groß, wie hier jetzt dieses eine Exemplar. Ist wirklich der Wahnsinn und einfach nur toll zu sehen. Macht Spaß, sowas zu finden. Hallo liebe Pilzfreunde, jetzt geht's los. Wir verlosen die drei Pilzmesser, unser Weihnachtsgewinnspiel, das große Finale. Ich habe mir einen Helfer mitgebracht, der hier jetzt die Namen ziehen wird. Der Leon, der ist noch nicht in der Schule, kann also nicht lesen, also keine Angst, wenn man hier vielleicht schon den einen oder anderen Namen erspähen kann. Gibt da keine Manipulation oder so, also keine Angst. Jetzt geht's los, jetzt kann der Leon den ersten Namen ziehen. Vielleicht legst du einfach mal los, mischst ein bisschen durch, schnappst einen Zettel und schau mal, wer der erste glückliche Gewinner ist. Schauen wir mal. Der erste Gewinner ist Try and Free. So, dann mischt nochmal gescheit durch. Schnappst du den nächsten Zettel. Genau, schön von unten. Und der nächste Gewinner ist der Lukas Welspillig. Und nochmal durchmischen und nochmal einen ziehen. Den oberen. Und der letzte Gewinner ist der Manu Blo. Ja, wunderbar. Ja, dann haben wir die drei Gewinner gezogen. Ich hoffe, ihr freut euch über die drei Pilzmesser. Ich werde euch über die Kommentare benachrichtigen unter dem Weihnachtsgewinnspiel. Und ja, dann müsst ihr mal eure Adressen per E-Mail kurz schicken und dann schicken wir euch die Pilzmesser in den nächsten Wochen zu. Wunderbar, dann geht's weiter mit der Waldrunde. Ja, auch mit den Austernseitlingen hat es jetzt endlich mal geklappt, aber leider sind wir hier zu spät dran, wie man hier gut erkennen kann. Die sind schon viel zu alt. Hier unten scheint es auch die erste Schimmelbildung schon zu geben. Ich nehme jetzt trotzdem mal einen ab und dann schauen wir uns den von der anderen Seite noch an, aber ich denke mal, die sind auf alle Fälle zu alt, das sieht man schon von oben.
Ja, mit den Austernseitlingen haben wir hier am Silbersee dieses Jahr überhaupt kein Glück. Entweder wir kommen, wenn sie viel zu klein sind, oder wir finden sie, wenn sie schon mehr als drüber sind. Aber darum soll es ja heute gar nicht so gehen. Fund ist Fund, muss ja nicht alles immer gleich auf dem Teller landen. Ich finde aber, wenn diese Außenseitlinge so jung sind und man hier diese Lamellenansätze sieht, das sieht einfach nur wunderschön aus. Wunderbar. Ja, mal schauen, vielleicht schaue ich in 2-3 Wochen nochmal her, vielleicht ist er dann ein bisschen gewachsen. Wäre schön, vielleicht klappt es dann doch mal mit einer kleinen Mahlzeit mit frischen Austernseitlingen, ist doch schon eine Zeit her jetzt. Ja, obwohl wir die letzten Tage sehr, sehr viel Niederschlag hatten, sind die Judasohren sehr, sehr klein. Also das wundert mich ein bisschen. Hier sind ein paar, da oben sind ein paar mehr. Alle noch sehr, sehr klein und natürlich wären die auch nichts für den Speisepilzkorb in der Größe. Trotzdem, sie scheinen zu kommen. Nächste Woche ist weiterer Niederschlag vorausgesagt. Dann können wir in 2-3 Wochen nochmal schauen, ob die vielleicht gewachsen sind. Ja, und das schaut doch schon richtig nach Frühling aus. Brachbecherlinge, 10 Grad und Sonnenschein. So macht der Start ins neue Jahr Spaß. Fühlt sich eher an wie Ende Februar, Anfang März. Und diese Brachbecherlinge sind ja doch eher Frühlingsboten als Winterpilze. Und es ist einfach nur schön, diese Art zu finden. Die wären sogar essbar, haben aber keinen besonderen Geschmack und sind zudem auch noch regional relativ selten. Deswegen sollten die auf alle Fälle besser im Wald bleiben als auf dem Teller landen. Ich für meinen Teil freue mich immer, wenn ich die finde und merke mir die Stellen genau und beobachte dann das Wachstum. Es beginnt meistens in guten Jahren im Dezember, in etwas schlechteren Jahren Ende Januar und beobachte dann das Wachstum über mehrere Wochen. Es macht einfach nur Spaß, denen beim Wachsen zuzuschauen und dann zu sehen, wie sie von Woche zu Woche bis zum Höhepunkt dann ja im Februar oder März immer größer werden. Wunderbarer Fund. Ja, das war doch eine wirklich entspannte und schöne Runde zum Start ins neue Jahr. Wir haben perfektes Wetter, blauer Himmel, mindestens 10 Grad, die Sonne lacht. So macht Spaß. Euch wünsche ich jetzt erstmal noch einen guten weiteren Start in die neue Woche. Wenn ihr die nächste Woche noch ein paar Urlaubstage habt und frei habt, dann dreht es vielleicht auch mal eine Runde, macht auf alle Fälle Spaß. Auch wenn es für die Winterpilze fast ein bisschen zu mild ist. Nichtsdestotrotz, finden lässt sich immer was. Und dann wünsche ich euch viel Spaß in der nächsten Woche und dann sehen wir uns auf der nächsten Waldrunde. Bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Und erstmal schaut sich mal diesen tollen Ausblick an, die Sonne lacht. Es ist zwar kalt, aber trotzdem wunderbares Januarwetter, so macht Spaß. Ich bin hier heute in einem Habitat unterwegs, das ich letztes Jahr im Februar entdeckt habe. Unter anderem gibt es hier Brachbecherlinge, Orangeseitlinge, Sanfußrüblinge, Wintertrompetenschnitzlinge und alles, was das Winterpilzherz so ein bisschen begehrt. Da wollte ich mich heute einfach mal ein bisschen umschauen und da nehme ich euch natürlich gerne wieder mit. Würde mich freuen, wenn es dabei bleibt. Und ja, ein paar Sachen habe ich schon gefunden und da gibt es sicherlich noch mehr zu sehen. Wird bestimmt eine spannende, interessante Tour. Ja, und dass es hier mit Sanfußrüblingen klappt, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Das ist ein tolles Habitat für die Art. Die sehen auch noch relativ frisch aus, sind halt jetzt eisig gefroren. Ich nehme den mal raus hier. Ja, die kann man auf alle Fälle noch verwenden. Sind noch ein bisschen jünger. Hier haben wir es leider den Stiel verloren. Und wie man sieht, eiskalt. Typisch Winterpilz halt. Wunderbar, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Ja, schaut euch mal diesen Ast an. Überall kleine Stummelfüßchen. Einfach nur wunderschön, wie die sich hier aneinander reihen und übereinander wachsen. Einfach nur toll. Ja, wie schon beim letzten Mal, als wir die Stummelfüßchen gefunden hatten, beschrieben, es ist eine sehr schwierige Gattung.
Viele Arten lassen sich da nur übers Mikroskop sicher voneinander trennen. Das einzige Stummelfüßchen, das ich da sicher bestimmen kann, ist wie gesagt das galiertfleischige Stummelfüßchen. Und ansonsten beißt es da bei mir aus. Also da bleibt es auf alle Fälle bei der Gattungszuordnung. Aber es ist auf jeden Fall wunderschön, wie die hier diesen kleinen Totholzast besiedeln. Ja, schaut mal, da vorne ist die Straße, da habe ich meine Tour begonnen und ich bin auch wirklich nicht weit gekommen. Wenn ich jetzt mal rüberschwenke, da vorne sieht man schon die Stummelfüßchen leuchten. Hier vorne habe ich gerade die Samtfußrüblinge geerntet. Ja, und hier haben wir schon die nächsten beiden Arten. Also es geht Zug um Zug, macht richtig Spaß heute. Und zwar sehen wir hier links den Wintertrompetenschnitzling. Und wenn wir ganz genau hinschauen, hier rechts sind überall kleine Brachbecherlinge. Da sind zwei. Da vorne beginnt einer zum Wachsen. Ist natürlich schwierig hier, dass man auf keinen drauf tritt, muss man höllisch aufpassen. Aber das ist doch mal ein verheißungsvoller Start. Also macht richtig Spaß, hier unterwegs zu sein. Ein paar hundert Meter gegangen und schon ja, 1, 2, 3, 4 Arten. So geht es hoffentlich weiter. Ich mache jetzt von beiden Arten noch Detailaufnahmen und dann schauen wir mal, was sich sonst noch so zeigt. Wunderbar. Ja, jetzt schaut sich mal diese wunderbaren Brachbecherlinge an, dieses leuchtende Rot vor diesem ja auch leuchtenden Grün vom Moos, einfach nur fantastisch. Und was ich ganz besonders finde hier, diese kleinen Brachbecherlingsbabys. Wie klein kann so ein Becherling eigentlich sein, dass er noch ein Becherling ist? Das ist ja kleiner als ein Stecknadelkopf und trotzdem ist es ein kleiner Becherling. Also was die Natur da alles zustande bringt, ist echt fantastisch. Die Brachbecherlinge scheinen insgesamt ein wunderbares Jahr zu erwischen. Also nicht nur hier auf diesem Totholzast, sondern auch generell. Aber gerade hier auf diesem Stamm, wenn man hier schaut, die wachsen teilweise ja direkt übereinander. Also hier ist auch hier vorne nochmal so ein ganz kleiner und auch ein paar, ja ein bisschen größere, aber immer noch kleine. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn die ausgewachsen sind, wenn die richtig groß sind. Dann glaube ich, sieht das hier im Frühling wirklich fantastisch aus. Gehe natürlich hier noch weiter, der ganze Stamm ist besiedelt. Hier unten wieder ein paar. Und hier einfach nur wunderschön. Macht Spaß, sowas zu finden und sich das dann über Wochen anzuschauen. Fantastisch. Ja, und über diesen Fund freue ich mich jetzt ganz besonders. Ich wollte heute hier unbedingt hinschauen und prüfen, ob der noch da ist. Und zwar handelt es sich hier um den Eichenwirling. Den hatte ich hier letztes Jahr als Erstfund und ich muss zugeben, ja, ich war an dem Tag ein bisschen faul und habe leider nicht genug gefilmt, beziehungsweise nicht genug Videomaterial für ein Pilzporträt zusammenbekommen. Und das werde ich heute natürlich nachholen. Von oben sieht er eigentlich relativ unspektakulär aus, aber ich nehme jetzt gleich mal einen raus. Und dann zeige ich euch mal diese wunderschöne Hutunterseite vom Eichenwirling. Ist wirklich eine sehr wunderschöne Art, vor allem von der Hutunterseite aus. Ja, und ich denke, da habe ich euch auf alle Fälle nicht zu viel versprochen. Schaut sich mal diese wunderbar labyrinthartige Struktur an, die der auf der Hutunterseite besitzt. Diese labyrinthartige Struktur entsteht beim Wachstum. Jung sind die nämlich eher so porlingsähnlich. Das sieht man hier jetzt am Rand zum Beispiel sehr gut. Das sind es richtige Poren. Und durch das Wachstum brechen einzelne von diesen Porenwänden zusammen und dadurch entsteht dann diese labyrinthartige Struktur, in der sich so manche Ameise wahrscheinlich schon verlaufen hat. Ja, und es sieht einfach nur wunderschön aus. Ja, ich mache jetzt noch meine Detailaufnahmen, damit ich den Eichenwirling hier nicht umsonst geopfert habe. Und dann gibt es von der Art sicherlich in den nächsten Wochen nochmal ein Pilzporträt und dann geht es auch schon weiter mit der Tour. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, was an diesem Wald hier auch so toll ist, hier gibt es so viel Holunder und da ist dann natürlich auch kein Wunder, reimt sich sogar,
dass es hier auch viele Judasohren gibt. Wunderbar, das große nehmen wir natürlich mit. Ja, so macht Judasohren sammeln Spaß. Schaut euch mal diesen Stamm an. Prall gefüllt mit Judasohren. Fantastisch. Ja, auch da werde ich mal wieder die größten raussuchen. Und dann schauen wir mal, was am Ende zusammenkommt. Ja, schaut mal an, wie diese Orange-Seitlinge hier gewachsen sind. Wahnsinn! Diese Orange-Seitlinge hatte ich auch vor 2-3 Wochen schon mal gefilmt. Da waren die noch alle relativ klein, aber jetzt sind sie richtige Riesen geworden. Schaut euch diese Farbe an. Wahnsinn! Und überall sind natürlich auch neue dazu gekommen. Hier oben noch ein paar kleinere. Fantastisch. Ja, und hier ums Eck sowieso. Da würde ich jetzt gleich nochmal rumgehen. Haben sich prächtig entwickelt. Ja, das war doch mal wieder eine schöne Waldrunde. Hat richtig Spaß gemacht. Ein paar Speisepilze waren auch dabei, eine große Handvoll Judasohren und ein paar dicke Samtfußrieblinge. Die Highlights waren aber natürlich der Eichenwirling, die Brachbecherlinge und jetzt am Schluss diese wunderschönen Orange-Seitlinge. Wirklich eine wunderschöne Art, vor allem jetzt, wo die Sonne so ein bisschen drauf gescheint hat. Da leuchten die so richtig kräftig. Ein toller Farbtupfer jetzt ein bisschen, ja, so einem tristen Monat wie dem Januar, wo alles so ein bisschen grau in grau ist. Da tut so ein Orange-Seitling oder Brachbecherling gleich doppelt gut. War auf jeden Fall eine schöne Tour für mich. Ich hoffe mal, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt und könnt ein bisschen was mitnehmen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder auf der nächsten Waldrunde. Bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ich bin hier heute am Fluss Inn unterwegs, schaue mir ein bisschen den Auwald an und werde mal prüfen, ob sich der ein oder andere Winterpilz finden lässt. Es ist zwar sehr, sehr kalt und relativ trocken, also perfektes Winterpilzwetter schaut anders aus. Da müsste es ein bisschen wärmer und feuchter sein. Nichtsdestotrotz hoffe ich schon, dass sich ein paar interessante Sachen finden lassen. Wetter ist auf jeden Fall top, auch wenn es kalt ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn es mich wieder begleitet und dann werden wir bestimmt ein paar interessante und spannende Funde machen können. Ja, und da vorne habe ich gerade meine Einleitung gedreht und ein paar Meter weiter gibt es schon den ersten Fund. 4 wunderschöne grüne Bierflaschen und hier vorne schon die nächsten 3 braune Bierflaschen. So kann es natürlich weitergehen. Ja, hoffentlich natürlich nicht. Ist eine absolute Frechheit.
wie die Leute hier ihren Müll schon wieder entsorgen. Ich werde die Flaschen jetzt mal mitnehmen, also wenigstens sind sie nicht zerbrochen. Sonst ist die Verletzungsgefahr für Tiere natürlich enorm. Aber ich kann einfach nicht verstehen, warum die Leute das Zeug hier hinschmeißen. Vielleicht muss man das Flaschenpfand wirklich auf 5 Euro pro Flasche erhöhen oder so, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach nur traurig. Da vorne sehe ich schon wieder eine Plane liegen. Weiß nicht, ob die Leute die Natur als Müllhalde verstehen oder kann ich. Also ich bin ja der Letzte, der sich aufregt, wenn jemand einen Apfel putzen oder vielleicht auch mal ein Tempotaschentuch wegwirft. Aber Plastik und Glas hat in der Natur überhaupt nichts verloren. Ja. Also da kann ich auch nur an alle appellieren, die vielleicht das Video sehen. Nehmt eure Müll doch einfach wieder mit. Gerade bei den Flaschen gibt es sogar noch ein bisschen Pfandgeld, sage ich jetzt mal, wenn ihr das wieder zurückgebt. Aber hierhin in die Natur schmeißen geht überhaupt nicht. Traurig. So, die Flaschen sind im Auto verstaut und jetzt können wir uns wirklich den interessanten und schönen Dingen widmen. Und zwar haben wir hier wahrscheinlich schon die ersten Sammfußrüblinge. Ich gehe mal stark davon aus, ich habe jetzt noch keinen rausgenommen. Hoffentlich gibt es da heute noch ein paar mehr davon. Es geht zumindest schon mal gut los. Wunderbar. Ja, und über diesen Fund freue ich mich heute besonders, die hatte ich den ganzen Winter bis jetzt noch nicht, und zwar sind das die Winterhelmlinge. Die Winterhelmlinge gehören zu den wenigen Arten, die auch bei Frost bzw. im Winter erscheinen, und die kommen bei uns meistens im Januar, also ziemlich genau jetzt, wie man hier sehen kann. Und was die Art auch noch besonders macht, die bildet an der Stielbasis wunderschön Striegeligen mit Zählfilz aus. Ich mache euch da jetzt gleich mal eine Detailaufnahme, also das ist wirklich spektakulär und sieht wunderschön aus. Ja, und hier jetzt die versprochene Detailaufnahme, wo man die Stielbasis, denke ich, gut erkennen kann. Diese Striegelige mit Zählfilz, einfach wunderschön. Gerade jetzt im Winter freue ich mich über solche Funde natürlich umso mehr. Jetzt, wo die Artenvielfalt nicht ganz so groß ist, da ist jeder Fund, der so ein bisschen nach Pilz aussieht, natürlich was Besonderes. Und da kann man sich drüber freuen. Wunderschön. Ja, wie eingangs schon erwähnt, ist bei uns sehr kalt, also Dauerfrost und auch sehr trocken, und dementsprechend schwer tut sich alles, was so ein bisschen in die Richtung Drüsling geht. Also Judasohr, abgestutzter Drüsling, die Zitterlinge und so weiter. Die haben zwar teilweise begonnen zu wachsen, wie hier diese Judasohren, aber dann wurde es eben kalt und trocken und dementsprechend ist das Wachstum da gestoppt. Und da wird sich auch so lange nichts mehr tun, bis Regen kommt und bis es ein bisschen milder wird. Aber solche Stellen kann man sich dann natürlich merken und im Hinterkopf behalten, und wenn es dann ein paar Tage wärmer war und geregnet hat, dann kann man solche Stellen aufsuchen, und da sind wir dann immer erfolgreich, weil die dann relativ schnell wachsen, sobald ihnen dann die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stehen. Also, Stelle gemerkt und weiter geht's. Ja, und hier habe ich es mir jetzt ein bisschen gemütlich gemacht und tanke ein bisschen Sonne. Vitamin D ist wichtig, gerade jetzt im Winter. Und lass meinen Blick so ein bisschen schweifen und jetzt schaut mal, wo ich mich hingekniet habe. Zielsicher, würde ich sagen. Müsste ein Winterstiel-Porling sein. Ich nehme ihn mal raus, dann können wir uns genauer anschauen. Ja, und wie vermutet, es ist ein Winterstiel-Porling. Und zwar sogar ein außergewöhnlich schönes und großes Exemplar. Also normal haben die vielleicht die Hälfte von der Größe im Regelfall. Aber der scheint gewachsen zu sein, als er noch beste Wachstumsbedingungen hatte. Und dementsprechend schön und groß ist die Art jetzt hier auch geworden. Und gerade an so Tagen, wo man vielleicht nicht so viel findet,
freut man sich dann über solche Funde natürlich umso mehr. Ja, und hier zeigt sich schon der nächste Fund. Ganz klein. Wieder ein Brachbecherling. Also ich habe es letztes Mal schon gesagt, die haben anscheinend wirklich ein fantastisches Jahr. Und wenn ich jetzt mal kurz nach links schaue, dann versteckt sich hier drunter schon der nächste. Und da vorne schon der nächste. Also da werde ich mich jetzt noch ein bisschen umschauen. Da gibt es bestimmt noch mehr. Und bestimmt auch noch ein paar größere wie den hier unten. Wunderschön. Ja, jetzt schaut euch mal diesen Ast hier an, wie übersät der mit Brachbecherlingen ist. Hier vorne ist einer, da ist einer, hier unten ist einer. Wenn wir das Stöckchen ein bisschen drehen, sind überall kleine Brachbecherlinge zu sehen. Hier vorne sind welche. Und da sind noch zwei wunderbar größere. Wunderschön. Ist definitiv eine Art, von der ich nicht genug bekommen kann jetzt im Winter. Da kann man sich über jeden Fund wie ein kleines Kind freuen. Wahnsinn. Spektakulär. Ja, und hier gleich nochmal so ein Stöckchen. Schaut euch das mal an. Hier ein einzelner. Hier unten zwei. Und hier dann die totale Eskalation. Alles voll mit Brachbecherlingen. Mit diesem Raureif sieht es natürlich noch spektakulärer aus. Ah, ein Traum. Ja, das war doch eine schöne, knackige Runde. Allzu viel zu finden gab es nicht. Keine Austernseitlinge, keine Muschelseitlinge, kaum Drüslinge. Aber das macht überhaupt nichts. Hauptsache man hält sich in der Natur auf, tankt ein bisschen Sonne und hat Spaß. Und Spaß hatte ich auf alle Fälle. Besonders gefreut haben mich natürlich wieder die Brachbecherlinge und natürlich auch, wie gesagt, der Winterhelmling. Hatte ich den Winter noch gar nicht. Euch wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend und dann sehen wir uns im nächsten Pilzporträt oder auf der nächsten Waldrunde. Bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ich starte heute mit einer Waldrunde in meinem Lieblingswald ins Wochenende und wie ihr schon seht, haben wir strahlend blauen Himmel und diese eine große Wolke nutzt die Sonne gleich mal, um sich ein bisschen zu verstecken. Also bis jetzt war es extrem sonnig, wirklich wunderschön mit dem bisschen Schnee, der über Nacht gefallen ist. Ich bin mal gespannt, was sich hier heute so zeigt. Ich war tatsächlich jetzt schon länger nicht mehr in meinem Lieblingswald unterwegs, also es muss ungefähr Mitte Dezember gewesen sein und dementsprechend gespannt bin ich, was sich getan hat. Ob sich vielleicht ein paar neue Winterpilze zeigen. Eine neue Art ist im Pilzjahr 2022 angekommen, die ich bisher noch nicht gefunden hatte. Die hat sich hier schon gezeigt. Und jetzt schauen wir mal, was die anderen Arten machen. Also gibt es hier zum Beispiel einen Orange-Seitling, Samtfußrüblinge soll es geben. Und ja, eine eher seltenere Art ist der blassgelbe Mistborstling, der mal auch immer im Januar kommt. Da werden wir jetzt mal prüfen, ob die da sind. Ja, und schauen wir mal, ob wir ein paar schöne Aufnahmen machen können. Würde mich freuen, wenn es mich wieder begleitet. Und dann drehen wir gemeinsam eine schöne Waldrunde und haben einen entspannten Start ins Wochenende. Könnt ihr es sehen da hinten? Ist zwar weit weg, aber da stehen zwei Rehe. Jetzt denke ich, sieht man es besser. Ja, jetzt sind sie, also haben sie sich ein bisschen bewegt, da sieht man es dann natürlich besser. Aber es ist immer wieder schön, solche Tierbegegnungen zu haben, auch wenn es jetzt weiter weg war. Ja, und gleich der erste Fund ist etwas, über das man sich freuen kann. Der gesellige Glöckchennabeling ist bei uns im Pilzjahr 2022 angekommen. Wunderbar. Den hatte ich letztes Jahr schon an der gleichen Stelle. Ich glaube, das war ein paar Tage später. Und da war auch ein bisschen mehr los. Also hier sind es relativ vereinzelt. Die wachsen normal wirklich deutlich geselliger und in größerer Anzahl. Hier unten sind ein paar mehr. Und es ist wirklich eine wunderschöne Art, weil die auch wunderbar leuchtende Farben besitzt. Und sowas macht natürlich Spaß, vor allem wenn es eiskalt ist und sonst alles so ein bisschen ja, grau in grau, auch wenn die Sonne scheint. Da freut man sich über so einen Fund umso mehr. Und besonders schön sind die natürlich auch von der Hutunterseite. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, das sieht doch fantastisch aus.
Ja, und wie gesagt, hatte ich den geselligen Glöckchennabeling letztes Jahr schon an der gleichen Stelle, nur in deutlich, deutlich größerer Anzahl. Also hier jetzt nochmal der aktuelle Stand aus 2022 und jetzt hänge ich euch gleich als direkten Vergleich mal ein paar Bilder aus dem letzten Jahr an. Das sah dann wirklich doch nochmal ein bisschen spektakulärer aus, aber natürlich freue ich mich auch über ein paar wenige Glöckchennabelinge, weil, wie schon gesagt, jede Art, die man jetzt hier in der kalten Jahreszeit findet, ist eine Art, über die man sich freuen kann. Sehr schön, so kann es weitergehen. Ja, und hier haben wir jetzt eine Art, die sicherlich zu den Arten gehört, die am härtesten im Nehmen ist. Und zwar handelt es sich hier um Trompetenpfifferlinge. Die Trompetenpfifferlinge und die Nebelkappen, wenn die einmal gefroren sind, sind die natürlich tot. Aber nichtsdestotrotz stehen die dann teilweise bei uns, also die Nebelkappen, normalerweise mindestens bis Januar, meist sogar noch teilweise im Februar rum. Und die Trompetenpfifferlinge teilweise sogar noch bis in den März rein. Also das dauert ewig, bis sich die wirklich komplett zersetzen. Ja, was in diesem Zusammenhang immer sehr wichtig ist, Herbstpilze, die gefroren jetzt noch im Wald stehen, sollte man auf keinen Fall für Speisezwecke sammeln. Das Problem dabei ist nicht, dass die jetzt gefroren sind, sondern das Problem ist, dass man nicht beurteilen kann, was ist mit denen passiert. Also bei denen bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass die nicht nur einmal gefroren, aufgetaut und wieder gefroren sind, sondern es ist sicher 5, 6, 7, 8 Mal passiert. Und jedes Mal, wenn die auftauen, zersetzen sie sich ein Stück mehr. Und dabei entstehen Giftstoffe, mit denen man sich dann, auch wenn die Art an sich essbar ist, vergiften kann. Und ja, darum Finger weg von Herbstpilzen, die jetzt noch gefroren im Wald stehen. Ja, und hier haben wir wieder einen Fall aus der Kategorie, das Glück ist dem Holt, der weiß, wo er suchen muss. Und wie man hier sieht, verstecken sich hier wunderschöne Orange-Seitlinge. Ich werde diesen Holzblock jetzt ein bisschen drehen und dann können wir uns die von der Hutunterseite anschauen, weil von der Hutunterseite schauen die nochmal viel spektakulärer aus, auch wenn die Farbe natürlich schon von oben ein Traum ist. Ja, und das ist halt einfach eines meiner Lieblings-Winterpilzmotive. Im Hintergrund der Schnee und hier vorne dann die Orange-Seitlinge. Und was neu ist bei den Orange-Seitlingen, wenn man ganz, ganz genau hinschaut, hier unten bilden sich überall kleine neue Fruchtkörper. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die beim letzten Mal noch nicht da waren. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ich die gesehen hätte. Die sind hier definitiv neu. Ja, ist einfach eine wunderschöne Art. Ja, und jetzt kippe ich dieses Totholz zurück in die Ursprungsposition und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, dass sich hier unten noch was Kleines versteckt. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass es ein rauchblättriger Schwefelkopf ist. Ich nehme den mal raus und dann schauen wir uns den mal genauer an. Ja, und in der Tat, es ist ein rauchblättriger Schwefelkopf. Ist natürlich durchgefroren und so natürlich nicht mehr zu verzehren. Aber die rauchblättrigen Schwefelköpfe sind sehr, sehr kälteresistent. Also wenn man jetzt um die Jahreszeit einen Schwefelkopf findet oder etwas, was wie ein Schwefelkopf aussieht, dann kann man ihn ruhig mal rausnehmen und prüfen. Und wie man hier sieht, hat er diese typisch gräulichen Lamellen und diesen typisch etwas rötlich verfärbten Stiel. Natürlich jetzt mit Frostschaden. Aber ist bei uns wirklich eine typische Art jetzt im Januar. Sobald es da mal wirklich ein paar Tage über 0 Grad hat, fängt er überall an zu sprießen. Und wenn es dann gefriert, bleibt er natürlich im Wachstum stehen und stirbt ab. Und dementsprechend kann man die dann hier jetzt bei hartem Dauerfrost auch finden. Ja, und jetzt wird es richtig winterlich. Die Sonne hat sich ein bisschen wieder hinter den Wolken versteckt. Es fängt ein bisschen an zu schneien. So macht es im Wald natürlich richtig Spaß, gerade jetzt im Januar. Wenn es da ein bisschen schneit und ein paar Mal die Sonne rauskommt. Ah, einfach herrlich. Ja, und hier haben wir jetzt eine wunderschöne Art, die nicht nur wunderschön aussieht, sondern die auch wunderbare Eigenschaften besitzt. Und zwar ist das der rotrandige Baumschwamm und es ist ein wunderbarer Heil- und Vitalpilz. Der rotrandige Baumschwamm, der wird in der Naturheilkunde unter anderem dazu verwendet, die Leber zu unterstützen, den Körper zu unterstützen, das Blut zu reinigen. Und der wird auch verabreicht, wenn zum Beispiel Blutgefäße beschädigt sind und die repariert werden müssen. Auch da kann er unterstützen. Außerdem wirkt die Art entzündungshemmend und antiviral. So einfach essen kann man die Art aber nicht.
Man muss den, wie zum Beispiel auch den Birkenporling, dann entweder zu einer Tinktur verarbeiten oder als Tee zubereiten, also die Art entsprechend auskochen und dann als Tee genießen. Ja, den rotrandigen Baumschwamm nutzen wir selbst jetzt nicht, aber wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem schiefen Schillerporling, also mit dem Chagger und mit dem Birkenporling gemacht. Und dementsprechend glaube ich da schon, dass da was dran ist. Also viele sagen immer, ja, also diese Pilze braucht man gar nicht sammeln. Das ist alles Humbug, Naturheilkunde, da muss man schon auf die richtige Medizin hören. Aber selbst wenn jemand das trinkt, dann ist es nur ein Placebo-Effekt, geht es der Person besser. Und ich sage dann immer, wer heilt, hat recht. Und wem es gut tut, der soll diese Sachen machen. Und wem es nicht gut tut, der kann es ja lassen. Ich bin da immer ganz, ganz weit davon weg, jemanden missionieren zu wollen. Und sagt immer bloß, wenn man will, kann man es probieren. Wenn es einem gut tut, tut es gut. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann kann man es ja wieder weglassen. Ja, und hier haben wir jetzt eine Art, die die Farbenpracht leider schon verloren hat. Und zwar ist das der violette Knorpelschichtpilz. Der war Mitte Dezember wirklich noch recht farbenprächtig. Lila, pink, lila-weißlich. Und der hat jetzt wahrscheinlich durch den Frost seine komplette Farbe eingebüßt. Und ist jetzt leider nur noch bräunlich gefärbt. Ich blende euch jetzt gleich mal ein paar Aufnahmen vom letzten Mal ein, als ich den vor der Kamera hatte. Da sah das wirklich noch, ja, farbenprächtig einfach aus. Ja, und hier befinden wir uns jetzt an einer ganz tollen Stelle, die ich sehr, sehr schätze. Und zwar ist das ein Misthaufen im Wald, in dem ein Bauer regelmäßig die Einstreu aus seinem Stall, ich denke mal einen Hühnerstall oder so, entsorgt. Und dementsprechend groß ist hier natürlich das Nährstoffangebot für alle Arten, die sich im Mist oder Dung wohlfühlen. Also ein paar Beispiele vielleicht, der blasige Becherling, den habe ich hier schon gefunden. Dann der blassgelbe Mistborstling, den glaube ich hatte ich in der Einleitung schon erwähnt. Oder auch Dungtintlinge, das kann man alles hier finden und diese Arten findet man eigentlich ja, bei uns nicht. Und dementsprechend froh bin ich über so ein tolles Habitat. Gerade der blassgelbe Mistborstling ist eine wunderschöne Art, also der bevölkert hier zu Tausenden dann. Irgendwann mal im Verlauf des Frühjahrs oder des Winters diesen Misthaufen. Da blende ich euch jetzt gerne mal ein paar Bilder ein. Leuchtend gelbe Farbe, tausende kleine Becherlinge, schöner geht's kaum. Dieses Jahr scheinen wir leider ein bisschen Pech zu haben, weil gerade da, wo sich der blassgelbe Mistborstling letztes Jahr am meisten ausgebreitet hat, hat der Bauer jetzt vor kurzem anscheinend neuen Dung abgelegt und dementsprechend verdeckt sind jetzt die Stellen, wo der eigentlich kommen müsste. Aber vielleicht kämpft er sich durch und kommt im Februar dann nochmal. Und dann schauen wir hier sicherlich nochmal vorbei und hoffen, dass wir vielleicht den ein oder anderen Spot mit der Art finden können. Wie ihr hier schon bei den Einblendungen seht, ist wirklich eine wunderschöne Art. Ja, und da freue ich mich jedes Jahr, wenn der auftaucht und wenn man den dann ablichten kann. Ja, und diesen Totholzast hat der Winterstiel-Porlinger mal richtig eingenommen. Also es sind sicherlich 15, 20 Fruchtkörper, die sich hier auf dem Substrat tummeln. Es sieht natürlich top aus. Hier vorne sogar noch ein größerer. Schön. Ja, und hier in der Sonne lässt sich's richtig gut aushalten. Man merkt richtig, wie die Sonne schon wieder ein bisschen mehr Kraft hat. Langsam werden die Tage auch wieder länger, Gott sei Dank. Ich werde jetzt meine Tour langsam beenden. Wenn ich auf dem Rückweg noch was finde, blende ich es euch natürlich ein. Insgesamt ein bisschen überraschend finde ich, dass die Samtfußrüblinge und auch die Außenseitlinge bei uns dieses Jahr gar nicht wollen. Also die haben richtig eine Pause eingelegt. Hier und da mal ein Einzelfund, ja, aber dass man mal größere Mengen findet oder so, oder mal ein schönes großes Büschel. Da ist bisher in diesem Winter eigentlich fast komplett Fehlanzeige. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend und selbst wenn, irgendwas zu finden gibt es immer. Und ja, heute der gesellige Glöckchennabelling oder die Trompetenpfifferlinge, der Orangeseitling. Also wie gesagt, interessante Sachen sind immer dabei und macht immer Spaß, draußen unterwegs zu sein und Sachen zu entdecken. Und die frische Luft tut natürlich auch gut. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wie gesagt, wenn es noch was gibt, blende ich es euch ein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ich bin heute wieder mal am Bachlauf unterwegs und werde mich hier mal umschauen, was sich jetzt noch so zeigt. Wir hatten es erst sehr kalt und jetzt waren ein paar milde Tage dabei, eigentlich perfektes Winterpilzwetter.
ja, vielleicht zeigen sich einige Drüslinge, Sandfußrüblinge, ja, ein paar andere Arten. Mal schauen, ist auf jeden Fall wieder eine spannende Tour heute. Bin schon sehr gespannt, was wir heute finden. Ja, und dann würde ich sagen, red mal nicht lange mit dem heißen Brei rum, leg mal los. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Und dann schauen wir mal, was sich so finden lässt. Ja, und hier haben wir jetzt eine ganz besondere Art, und zwar ist das der herbe Zwergneuling. Und was die Art besonders macht, die kann im Dunkeln tatsächlich leuchten, also die ist fluoreszierend. Ich nehme gleich mal einen raus und dann schauen wir uns den von der Unterseite mal ein bisschen genauer an. Ja, hier jetzt die versprochene Detailaufnahme von der Hutunterseite. Ich finde eigentlich, dieser herbe Zwergneuling ist eigentlich kaum zu verwechseln. Ein bisschen erinnert er mich an den gelbstieligen Muschelseitling, vor allem wenn man jetzt hier dieses Exemplar sich anschaut mit diesem bisschen abgesetzten Stiel. Ja, da gibt es schon so ein bisschen Ähnlichkeit, aber ansonsten finde ich, ist die Art eigentlich relativ einzigartig und kann kaum verwechselt werden. Weitere ähnliche Arten wären zum Beispiel noch der Laubholzknäuling, ja, oder auch so Arten wie der Spaltblättling. Gerade wenn es jetzt ein kleiner herber Zwergknäuling ist, dann könnte man den vielleicht auch mit einem Spaltblättling verwechseln. Aber insgesamt, auch durch das Auftreten im Winter, ja, ist der herbe Zwergknäuling aus meiner Sicht relativ unverwechselbar. Ja, und hier oben habe ich gerade den herben Zwergknäuling gefilmt und gehe jetzt gerade mal so um den Stumpf rum. Und hier zeigen sich tatsächlich auch die ersten Sandfußrüblinge der heutigen Tour. Die schauen jetzt zwar schon ein bisschen älter aus, ich nehme die jetzt aber trotzdem mal ab und schaue sie mir von der Hutunterseite an, weil vielleicht kann man sie ja doch noch brauchen, aber ich glaube eher, dass die ja schon zu alt sind. Aber immerhin ist was nachgewachsen, das ist ja schon mal nicht das schlechteste Zeichen. Ja, und ich denke, man sieht schon, also die sind wirklich hart an der Grenze zwischen zu alt und ja, dass man sie vielleicht gerade noch mitnehmen kann. Und bei so Grenzfällen tendiere ich eher immer dazu, die dann lieber im Wald zu lassen. Sollen sie hier noch fleißig aussporen und vielleicht für Nachkommen sorgen. Das ist mir da lieber, als ja, so an der Grenze befindliche Speisepilze dann doch noch mitzunehmen. Aber schön, dass sie gewachsen sind. Schauen wir mal, vielleicht gibt es noch ein paar schöne junge Knackige. Die nehmen wir dann auf alle Fälle mit. Ja, und es geht mit den Sandfußrüblingen so weiter wie bei uns die ganzen letzten Wochen. Entweder wir finden sie, wenn sie zu alt sind, oder wir finden sie in diesem Stadium hier. Ist zwar wunderschön zum Anschauen, aber natürlich viel zu klein zum Mitnehmen. Sind höchstens Stecknadelkopf groß, aber wunderschön. Ja, und hier haben wir schon den nächsten Stock voller herber Zwergneulinge. Die scheinen echt eine gute Zeit hier zu haben und wachsen und wachsen und wachsen. Der ganze Stock ist voll, auch wenn ich mich hier mal drüber beuge. Müsste man fast in der Nacht hierher schauen und mal schauen, ob die wirklich so toll leuchten, wie es immer wieder beschrieben wird. Wunderschön. Ja, das ist jetzt natürlich super, dass wir hier diese kleinen Muschelseitlinge finden, weil wie ich vorher gesagt habe, erinnern mich diese herben Zwergneulinge sehr an ja, junge Muschelseitlinge. Jetzt können wir die beiden Arten dann mal vergleichen. Ich nehme die jetzt mal raus, beziehungsweise versuche einen davon rauszunehmen und dann schauen wir mal, ja, wie die Unterschiede da ausfallen auf der Hutunterseite. Ja, hier jetzt erstmal die Hutunterseite von den Muschelseitlingen. Wie man auch hier sieht, die Lamellen enden ja an so ein bisschen abgesetzten Stiel, genau wie beim herben Zwergneuling. Und jetzt mache ich dann gleich noch den direkten Vergleich, wo man dann sieht, dass die beiden Arten zwar ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich eigentlich sind.
Ja, und auch diese Judasohren hier natürlich viel zu klein zu mitnehmen. Wir haben dieses Jahr einfach kein großes Glück mit den Winterpilzen. Wir finden immer wieder ein paar schöne Sachen, aber alles entweder zu klein, zu alt oder ja, und wenn man dann mal was findet, zu wenig. Nichtsdestotrotz, ja, schön, dass die Judasohren hier wachsen, aber wäre toll, wenn sie noch ein bisschen größer werden. Mal schauen, Regen ist angesagt, dann können sie sich schön vollsaugen und wachsen. Dann schauen wir vielleicht in der Woche oder zwei nochmal vorbei, dann sind sie bestimmt schon ein bisschen größer. Ja, und hier haben wir jetzt auch eine schöne Art, vor allem farblich. Und zwar ist es der sogenannte Fenchelporling oder die Fencheltramete. Und ja, wie der Name schon sagt, der Fenchelporling, der besitzt einen total angenehmen Geruch nach Fenchel. Also wenn jemand schon mal so einen frischen Fenchel in der Hand hatte, mal kräftig dran gerochen hat und dazu im Vergleich dann am Fenchelporling riecht, das ist so ziemlich 1:1 das gleiche, ja, der gleiche Geruch. Natürlich kommt es da auch ein bisschen aufs Wetter an, also wenn die komplett tiefgefroren sind, dann riechen die natürlich entweder kaum oder gar nicht. Ja, wenn es aber keinen Frost hatte und die aufgetaut sind, dann verströmen die wirklich einen angenehmen, würzigen Fenchelgeruch. Und daran lässt sich die Art eigentlich auch dann relativ leicht erkennen und entsprechend bestimmen. Ja, und hier sieht man schon, dass sich der Winter dann doch langsam aber sicher dem Ende zuneigt. Und zwar sind das krause Adernzählinge hier. Und da sieht man schon, dass die total bräunlich verfärbt sind. Ich blende euch jetzt dann gleich auch mal ja, ein paar Bilder von frischen Exemplaren ein. Und daran sieht man schon, dass die ziemlich am Vergehen sind und dementsprechend sich der Winter dann auch langsam, aber sicher dem Ende zuneigt. Ja, ihr habt es gesehen, allzu viel ist bei uns leider nicht los. Wir müssen ziemlich viel Kilometer machen, um überhaupt was zu finden. Aber wie gesagt, es ist immer irgendwas dabei. Hauptsache man ist draußen an der frischen Luft, jetzt auch im Winter. Und ja, auch wenn es weitere Strecken sind, bis man was findet, macht Spaß. Ich hoffe mal, ihr hattet jetzt genauso viel Spaß wie wir auf der kleinen Waldrunde. Ja, wir gehen jetzt noch gemütlich zurück zum Auto. Wenn sich noch was finden lässt, blenden wir es euch jetzt noch ein. Die Verabschiedung macht heute mein großer Helfer. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Und ja, dann sehen wir uns auf der nächsten Waldrunde, oder? Beim nächsten Pilzporträt. Genau. Also, bis dann. Macht's es gut und bis bald.